Dies ist vermutlich eine der abgefahrensten Geschichten, die ihr je gehört habt. Ein junger Amerikaner namens Michael Townsend baute sich über Nacht ein geheimes Apartment in einer Shopping Mall und lebte dort mehrere Jahre komplett unentdeckt. In diesem Video wollen wir euch die unfassbare Story hinter diesem Abenteuer erklären und zeigen euch unter anderem, wie gefährlich die Bauarbeiten waren, wie Michael es schaffte, sich vor der Polizei zu verstecken und auf welch coole Art und Weise er sein Apartment einrichtete. Am Ende zeigen wir euch außerdem noch zwei weitere Stories von Menschen, die jahrelang unentdeckt an verrückten Orten gelebt haben und erklären euch, auf welche Weise es möglich ist, sich 18 Jahre lang auf dem Gelände eines Flughafens aufzuhalten. Es wird also sehr interessant, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wie versprochen beginnen wir nun jedoch mit Michael Townsend und seiner unfassbaren Geschichte. Michael Townsend ist ein amerikanischer Mann, der in jungen Erwachsenenjahren in einer kleinen Wohnung in Rhode Island lebte. Dort machte er eigentlich das, was viele Menschen in diesem Alter machen. Er traf sich mit Freunden, spielte Videospiele und war in seiner Freizeit künstlerisch aktiv. Im Jahr 1999 sollte in der Nähe seiner damaligen Wohnung allerdings ein nagelneues Shoppingcenter eröffnet werden, das von einer Gruppe von Immobilieninvestoren ins Leben gerufen wurde. Als Townsend eines Tages an der Baustelle des Centers vorbeijoggte, fiel ihm jedoch eine erstaunliche Sache auf. Unter der Mall gab es einen Hohlraum, der von keinem genutzt und vor allem von niemandem bewacht wurde. Es sollte jedoch bis ins Jahr 2003 dauern, dass dieser Hohlraum Michaels Leben für immer veränderte. 4 Jahre nach seiner Entdeckung erhielt er nämlich ein Schreiben, dass auch sein Wohngebäude bald für neue Zwecke saniert werden sollte und er deshalb schnellstmöglich ausziehen müsse. Als er sich den Brief etwas genauer ansah, bemerkte er eine Sache, die ihn zu einem radikalen Schritt bewegte. Und zwar war die Firma, die ihn aus seiner Wohnung schmeißen wollte, dieselbe, die auch vor 4 Jahren das Shoppingcenter eröffnet hatte. In diesem Moment wurde Michael Townsend klar, dass er etwas gegen den Immobiliengiganten unternehmen musste und nicht tatenlos rumsitzen wollte. Er entschloss sich also dazu, der Mall nochmal einen Besuch abzustatten, um zu schauen, ob der Hohlraum, den er damals gesehen hatte, immer noch da ist. Und tatsächlich, nach wie vor gab es einen Zugang zu dem Raum, der von niemandem bewacht wurde. Townsend nutzte also die Gelegenheit, um einen Plan umzusetzen, für den die meisten ihn wohl für verrückt erklärt hätten. Über Nacht begann er mit einigen befreundeten Künstlern damit, sich den Raum einzurichten und ihn nach und nach mit vielen coolen Dingen auszustatten. Da die Bauarbeiter 4 Jahre zuvor zahlreiche Kabel in dem Raum zurückgelassen hatten und es dort sogar ein kleines Wasserrohr gab, konnte die Gruppe nicht nur Licht und fließend Wasser installieren, sie statteten den Raum außerdem mit einem Fernseher, einer PlayStation 2 und mehreren Möbeln wie Sofas, Tischen und Sesseln aus. Ursprünglich hatten die jungen Leute den Plan, den Raum als gelegentlichen Ort zum Abhängen zu benutzen. Schon nach kurzer Zeit änderten sie allerdings ihren Plan. Das geheime Apartment war für Townsend und seine Freunde so gemütlich, dass sie beschlossen, auf Dauer dort einzuziehen. Irgendwann war der Raum also pausenlos besetzt und teilweise sahen die Bewohner mehrere Wochen am Stück kein Sonnenlicht, sondern chillten nur in ihrem illegalen Apartment. Die Wohnung war jedoch weitaus mehr als ein bloßer Ort zum Abhängen. Mit der Zeit wurde sie zu einem regelrechten Treffpunkt für Künstler aus aller Welt, die mit Townsend und seinen Leuten befreundet waren. Über die Jahre kamen zahlreiche Besucher in die Mall, die allesamt durch einen ungeschützten Geheimeingang Zutritt zu dem Apartment erhielten. Michael Townsend wurde dadurch zu einer Art kleinem Star in seiner lokalen Künstler-Community. Nach 4 Jahren in der Wohnung wollte Townsend dann die nächste Erweiterung durchführen, dies ging jedoch gewaltig daneben. Er begann damit, eine eigene Küche und ein zweites Badezimmer zu installieren. Als er jedoch die entsprechenden Möbel dafür ins Apartment bringen wollte, wurde er tatsächlich von einigen Securities entdeckt. Diese staunten zwar auf der einen Seite nicht schlecht, dass sie jahrelang hinters Licht geführt wurden, auf der anderen Seite bereiteten sie Townsends Spiel aber auch schnell ein Ende. Kurzerhand warfen sie ihn und seine Besitztümer aus der Mall und stellten ihn wegen Hausfriedensbruch vor Gericht. Hier erhielt er dann eine kleine Verwarnung und lebenslanges Hausverbot. Insgesamt konnte jedoch keiner der Beobachter so richtig fassen, wie er es schaffte, 4 Jahre lang unentdeckt in einem geheimen Apartment in einer hochfrequentierten Shopping Mall zu leben. Somit bewies Townsend, dass er nicht nur ein Künstler, sondern vor allem auch ein Lebenskünstler war.
Als nächstes kommen wir nun zu einer Story, die mindestens genauso kurios und abgefahren ist. Und zwar dem Leben eines Mannes namens Sir Alfred. Sir Alfred hieß eigentlich Mehran Karimi Nasseri und lebte unglaubliche 18 Jahre lang auf dem Gelände des Pariser Flughafens. Doch wie konnte es dazu kommen und wie schaffte er es, dort zu leben? Sir Alfred ist für viele nach wie vor ein großer Mythos, über den verschiedene Angaben gemacht werden. Die meisten gehen davon aus, dass er 1988 aus dem Iran nach London fliegen wollte, wofür allerdings ein Zwischenstopp in Paris notwendig war. Bei diesem Zwischenstopp wurden ihm nach eigener Aussage sämtliche Papiere geklaut, weshalb er nicht nur nicht nach London weiterreisen konnte, sondern nun auch den Status eines Staatenlosen hatte, den man nicht ausweisen konnte. Gefangen am Pariser Flughafen begann nun eine Odyssee, die letzten Endes sogar von Steven Spielberg im Film Terminal verfilmt wurde. Da der Pariser Flughafen einer der größten Europas ist, ist es nahezu unmöglich, den Überblick über alle öffentlichen Läden, Räume und Einrichtungen zu behalten. Genau das machte sich Alfred zum Vorteil und er begann, Tag für Tag über das Flughafengelände zu streunen und nachts auf einer der vielen Bänke zu schlafen. Da ohnehin zahlreiche Fluggäste über Nacht auf die nächste Maschine warten und auf den Stühlen schliefen, fiel Sir Alfred dort überhaupt nicht auf. Mit der Zeit richtete er sich mehr und mehr auf dem Gelände ein und freundete sich mit zahlreichen Angestellten an. So wurde er unter anderem von den McDonald's-Mitarbeitern mit Essen versorgt, eröffnete ein kleines Bankschließfach, in dem er zugestecktes Geld deponierte und wusch sich in den Flughafenduschen. Nach einigen Jahren wurde er jedoch aufgefordert zu gehen, wogegen er sich juristisch wehrte. Er verweigerte es, neue iranische Papiere zu unterzeichnen und lebte weitere Jahre auf dem Flughafengelände. Erst 2007, als sein großes Terminal umgebaut wurde, entschloss er sich nach 18 Jahren den Flughafen zu verlassen. Von dort aus ging er in ein Pariser Obdachlosenheim, in dem er laut einigen Quellen nach wie vor leben soll. Schreibt uns an der Stelle doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser verrückten Story haltet. Könntet ihr euch vorstellen, länger als nötig auf einem Flughafen zu sein? Wir sind gespannt. Zum Abschluss kommen wir nun zu drei Deutschen, die aufgrund zahlreicher Verbrechen für Jahrzehnte im Untergrund lebten und gelegentlich wieder auftauchten, obwohl sie seit Jahren von der Justiz gesucht wurden. Es geht dabei um Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette, die allesamt bis 1998 Teil der Roten Armee-Fraktion waren. Die Rote Armee-Fraktion, die die meisten unter ihrer Abkürzung RAF kennen, war eine linksextreme Vereinigung, die zwischen 1970 und 1989 zahlreiche Entführungen, Attentate und Explosionen in Deutschland verursachten. Als sie mit der Zeit jedoch immer irrelevanter wurde und sich 1998 auflöste, standen einige Mitglieder vor einem Problem. Sie mussten sich nämlich entweder der Polizei stellen oder für den Rest ihres Lebens abtauchen. Staub, Garweg und Klette entschieden sich dabei für die zweite Option. Über Nacht ließen sie alles hinter sich und begannen damit unerkannt im Untergrund zu leben, um so jegliche Spur von sich zu verwischen. Vermutlich wechselten sie regelmäßig den Wohnort, kamen bei Freunden unter oder flüchteten zwischenzeitlich ins Ausland, bis es 2015 zu einer krassen Wendung kam. Seit diesem Jahr kam es in Deutschland nämlich zu 4 mysteriösen Überfällen auf Geldtransporter, die teilweise sogar zum Erfolg führten. Im Laufe der Ermittlungen wurde dann klar, dass es sich bei den Tätern womöglich um die 3 ehemaligen RAF-Mitglieder handeln könnte, die dringend an Geld kommen mussten. Da sie nämlich seit 1998 von der Polizei gesucht wurden, ist es für sie unmöglich, einen legalen Job anzunehmen oder sich normal in der Öffentlichkeit zu bewegen. Bis heute fehlt allerdings nach wie vor jede Spur und die Justiz sucht immer noch mit Hochdruck nach Staub, Garweg und Klette. Mittlerweile gehen die 3 stark auf die 70 zu, was die Raubüberfälle für viele noch kurioser macht. In den Medien werden sie deshalb vor allem als RAF-Rentner beschrieben, die weiterhin völlig unerkannt unter uns leben könnten. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche Story ihr davon am heftigsten fandet. Ansonsten checkt unbedingt mal unser Video über diese Luxushäuser aus, die noch nicht mal für einen Dollar verkauft werden können, teilweise aus unfassbaren Gründen. Und abonniert natürlich Wissenswert. Bis zum nächsten Mal. Hier. Bei Wissenswert.